Mann. Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der 195. Hab Aufnahmen von Kameras entlang der Route besorgt. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft, wenn wir den Angriff nicht verhindern. Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender. Er wird langsamer. Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben könnten scharf sein. Und damit willkommen, Freunde, zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ja, meine Osterpause ist vollständig vorbei und zwar hatten wir diese Sequenz schon am Anfang bzw. am Ende der letzten Folge gesehen. Aber da die für euch fast Lande genauso lang her ist wie für mich, International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Landeanflug abschließen und dann irgendwelche Infos über die Bombe aus London. Habe ich mir gedacht, lassen wir sie mal drin. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs, wir gehen zusammen raus und zwar sofort. Hurra! Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Granaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Ja, benutzen wir trotzdem nicht, weil wofür auch? Wenn ich mich richtig erinnere, kommt jetzt eine Mission, die in Teilen nicht so cool ist, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, deshalb warte ich jetzt erstmal ab. Kümmert euch um die Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position. Gute Sicht. Fahrer markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Kaputt. Sam geht zur ersten Bombe, bevor sie explodiert. Greife an. Ja, greif du mal an. Bei. Ne. Wir gehen wie immer vor. Nicht getroffen. Das war nicht so gut. So, lass mich immer runter. Die sollte ich vielleicht noch auf mal die Haftschranke ausrüsten. Gute Nacht. So. Da ist einer. Und hier sind Mengen an Gegner. So. Wir haben hier viele Gegner, aber glücklicherweise, auch wenn uns gesagt wurde, wir sollen uns beeilen, haben wir keinen Zeitdruck. Ah, fuck. Okay, das war doof. Ich dachte, der Schatten reicht aus, aber das tat er nicht. Greife an. Auf die Kamera schon ausgerüstet. Sehr gut. Getroffen. So, hier haben wir wieder den Vorteil, die Gegner haben zwar Helme an. Das heißt, ein Kopfschuss bzw. das Ausschalten bringt nicht so viel. Aber ein Körpertreffer knockt sie trotzdem aus. Ziel bekämpft. So, den nächsten markieren. Er ist da drüben!
Wie hat er mich denn jetzt gesehen, bitte? Alter Falter. Okay. Ich bin gerade wahrscheinlich einfach zu aggressiv. Sam, geht zur ersten Bombe, bevor sie vielleicht kann man da oben irgendwie hoch. Greife an. Ich will nicht alle markieren. Da habe ich einfach keine Markierung gerade mehr über. Gegner erledigt. So. Oh, jetzt bestimmt das Daten markiert. Da ist halt nur der eine Kerl noch. Bereich gesichert, Sam. Ich komme zum Transporter. Tu das. Ich auch. Warum habe ich das nicht direkt so gemacht? Das weiß ich auch nicht. Rim, ich werde jetzt die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool, Signal gut. Wir haben drei weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, sonst läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen. Schick euch die Positionen aufs Offset. Der klingt schon wie Grimm. Ja. Grimm, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Offset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Ja, das werden wir. Hast du Beinbruch, Briggs? Fischer Ende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen? Auch allein gegen den ganzen Briggs, Beeilung! Zur Bombe, bevor sie bewegt wird! Verstanden. So, das Problem ist, du findest das Nervengas. Finde das Nervengas und deaktivier den Mist. Wir haben mit jetzt eine Art. Naja. Hallo? Ach ja, ich kann ja nicht markieren. Wir haben hier eine Ego-Shooter-Sequenz. Los geht's. Mit Splittergranaten und hast du nicht gesehen. Brandgranate. Oh, wir haben sogar Schlafglas. Schlafgas. Ups. Erwischt. Das war gekonnt geworfen. Ja, jetzt werden wir hier primär Pantherpunkte sammeln. Panther und Combat, wohlgemerkt. Deshalb auch nicht wundern, ich bin in Ego-Shooter nicht sonderlich gut. So, da hinten steht wer. Scheint aber allein zu sein. Was? Wow. Dachte ich, Kopf im Visier, aber nicht. Ja, warum ich gerade nicht die hier nehme, keine Ahnung. Nein, vergiss es. Deckung gehen können wir auch nicht. Zumindest nicht so wie mit Sam. Haben wie immer eine Autoregeneration und ja. So. Wie gesagt, mir gefällt dieser Teil der Mission nicht, weil, na,
Ich meine, okay, es drückt halt aus, wie stark wir unter Zeitdruck stehen gerade, aber... Der Aufzug bewegt sich. Wir kriegen das hoch. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, das ist übrigens einer von den Dicken. Erwischt. Ja. Das ist die letzte. Konzentriere dich auf die Bombe. Ich bin bei der Bombe. Grim. Briggs, hey. Ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein Aerosol-Verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein. Gib mir Grim und zwar schnell. Ja, zu tun. Sucht mit Sam den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Upset, Charlie. Ach ja, die haben sich lieb. Nicht zu viel Zeit lassen. Das könnte sonst in die Hose gehen. Sprengsatz deaktiviert. Ab nächste Position erreicht. Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Bin dran. So, und jetzt sind wir endlich wieder als Sam unterwegs. Hey Sam, das SMI vermutet, dass um die Bombe herum alles vermint ist. Jo. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. So, da oben ist irgendwo noch ein Sniper. Da haben wir einen Dicken. Gut, dass Sam um Ecken zielen kann. Ich bezweifle, dass ich da durchkomme, also da durchschießen kann. So, da hinten ist der Sniper. Den hätte ich gern markiert. Hallo. So, wie Sam, wie Briggs, sage ich schon, wie Grim schon sagte, auf den Zügen ist niemand. Das nutzt mir doch sehr gerne aus. Ach, keine Markierung mehr, ja klar. Das Problem ist, der ist auch wirklich gepanzert. Der hat nur einen Helm an. Generell haben die hier alle, oder viele haben hier einen Helm an. Keine Ersatzmagazine mehr. Das ist natürlich nicht so geil. Gibt's nicht irgendwo was zum Auffüllen? Ja, wir haben hier wieder ein paar Minen. So, da ist einer. Schön die Minen umgehen, sonst geht Sam noch in die Luft. Und zwar nicht nur aus, weil er Aggressionen hat. So, Schlafgas. Hallo Mine. Gut, dass ich dich gesehen habe. Den sollen wir einfangen, okay. Guten Tag. Ich bin auf der Durchreise, also nicht wundern. So, und wieder raus hier. Weil wir müssen hier hin. Das da sieht aus wie eine Kiste zum Nachrüsten. Das ist ja super. Und da ist die Bombe. Ich sehe aber gerade keine Gegner an der Bombe. Das wundert mich ein bisschen. Wir hätten uns da sogar mit einer Seilrutsche runterlassen können. Da ist ein Gegner. Der hat sogar ein Dingens. Das finde ich jetzt nicht so cool.
steht ein Sniper drauf. Sonst noch irgendwen, den ich sehe? Nein, gut. Nett von dem. Finde ich gut, dass der so vorbeikommt. So, die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Ach, nö. Das ist jetzt natürlich nicht nett. Schon, das wäre zu kurz gewesen. War es auch, aber ich hatte ja noch zweiten, glücklicherweise. So, der Sniper da oben geht mir sonst ein bisschen auf den Keks, aber gut. Sonst sehe ich hier aber auch niemanden. Da hinten ist aber auch der Computer. Ach, da hinten ist noch ein zweiter Sniper und da hinten ist sogar noch ein dritter Sniper. What the fuck? Gehen wir doch mal eben hier hinten. So, die beiden Sniper kann ich noch nicht markieren. Aber sonst sehe ich auch keine weiteren Gegner mehr. Ruhe. Der Kerl geht da gerade runter. Das ist natürlich ideal. Der Sniper zieht mir gerade viel zu nah dran, obwohl er geht. Sam, ich muss da eigentlich drüber klettern, dieses Ding. Der Laptop wird wahrscheinlich bei dem Sniper sein. Vermute ich jetzt einfach mal stark. So. Hier sind wir schon mal. Yep, da oben beim Sniper, habe ich doch gesagt. So, der Kerl guckt hier nicht hin. Das ist gut. Plus, wir sind hier immer noch im Schatten, was auch immer viel wert ist. Könntest du dich jetzt mal rumdrehen und da hinten hinziehen, Sniper? Hat der Kerl auch ein Dingens an? Nö. Das war jetzt gerade das ist merkwürdig. So, den Laptop wollen wir haben. Sind ja aber noch nicht fertig. Wobei, hier können wir nicht so rumlangen. Das ist natürlich nicht so cool. Da ist der zweite Sniper. Will ich es riskieren, den auf die Entfernung auszuschalten? Nein, möchte ich eigentlich nicht. So, einmal runter, zwischen den Minen durch, weil haben wir sonst nichts zu tun. So, der Kerl guckt gerade hier nicht hin. Oh. We comfortable with the shock absorption in the housing? I don't want a few bumps setting this thing off early. Everything's been gone. All we need to do is load the bomb and set it. So we're good to go. We can load up anytime we want.